waren ganz schön frech. Sie sagen es. Also ich habe auch gesagt, Leute, ich glaube, ich gucke hier nicht richtig. Ja? Das ist unser Spielplatz hier heute. Ihr dürft da woanders spielen, aber heute bitte nicht hier. Und dann sagten die, ja, und dann sagte ich, ich komme hier auch nicht zu Ihnen rüber oder gehe hier auch nicht in die Kirche und verteile dort atheistische Pamphlete oder sowas. Ja? Und das ist, die kommen nicht zu uns rüber. Ich sage, nein, das ist der Respekt, dass Sie dort irgendwo eine wirklich Ihre Arbeit oder Ihr Anliegen verbreiten. Das verstehe ich nicht. Wir sind da viel offener. Wir kommen auch zu Ihnen. Und das ist so ein Element, warum ich auch nicht so nach 5 Tagen oder 6 Tagen gesagt habe, ich diskutiere auch nicht mehr mit Theologen über Religion jetzt selbst. Mhm. Ne? Weil, ja, wie soll ich sagen, wenn man Quark kräftig rührt, wird er auch nicht fester. Sowas, ne? Das heißt, die haben ständig Ausreden, ständig wechseln das Thema, springen ganz woanders hin. Die beziehen nie eine richtige Position, sondern sind sehr redegewandt und sind eben darauf trainiert, mit Worten etwas zu erzeugen, wo ich dann nur staunend davor stehe und sage, das sind Wortkünstler, Fantasiekünstler, Erfindungskünstler, boah, ich bin beeindruckt. Aber mit der Realität hat das nichts zu tun. Es ist so müßig, also für meine Erfahrung, mit Theologen zu diskutieren, weil man kommt im Grunde wirklich auf keinen gemeinsamen, nicht den Nenner, aber auf kein gemeinsames Thema. Da haben Sie dann vielleicht auch die Gefahr, dass Sie dann vielleicht auch dieser verbissene Typ sind, ne? Der von der Karikatur, ich meine, ich weiß nicht, wie locker ich wäre, wenn das so läuft, wie Sie es gerade sehr anschaulich beschrieben haben. Ich meine, den Atheisten wird es ja vielleicht auch manchmal vorgeworfen, ne, dass sie mit Verbissenheit auch dann ihrerseits, ne, ihre, sagen wir mal, areligiösen, nicht antireligiösen, areligiösen Sachen vertreten. Also das wäre jetzt eine persönliche Frage. Konnten Sie lachen oder können Sie da locker bleiben oder haben Sie sich dann einfach dran gewöhnt im Laufe der 18 Tage, die Sie jetzt unterwegs sind? Oder das würde mich einfach interessieren. Das sind Erfahrungen, wie gesagt, die muss ich selbst für mich nochmal so auch so sacken lassen und nochmal überlegen, was da eigentlich da alles erlebt worden ist. Aber unser Thema war ja eigentlich, kann man über Religion lachen. Und da ist ja nicht diese Facette, fühlen sich Christen, oder es waren ja hauptsächlich Christen, obwohl wir hatten auch die Islamisten, die sagen, das Buch mit dem Dschihad, das muss weg da. Ja, ja. Und wir hatten einen dabei, den Andreas, der war ein bisschen jünger als ich. Einen alten Mann kann man an sich kaum noch erschrecken. Und der war da richtig beeindruckt, richtig zu sagen, der holt jetzt seine Kumpanen und dann wird es ja richtig eng am Stand. Also diese Aggressivität, ne, das war so ein sehr starkes Element. Und auch heute, zum Beispiel hier in Dresden, waren 4 Leute, die kamen wirklich auch zu, haben gesagt, das ist eine Schweinerei, was da steht, und haben wirklich die Prospekte und die Zettel, die wir hatten, genommen, in Stapeln zerrissen und über den Stand geschmissen oder sowas. Also eine Form von Aggressivität, wo ich sage, aber hoppla, das hat nichts mehr mit Spaß oder mit Diskussion oder mit Engagement zu tun. Und ich denke, der Widerspruch besteht eigentlich darin, wenn es um diese Frage von, darf man über Religion lachen, geht. Im Namen der Rose hatte ja als Zentralthema im Roman, der dann auch verfilmt wurde, dass dieser eine Mönch versucht, dieses Buch auszumerzen, das Buch des Aristoteles praktisch zu verschwinden zu lassen, was das einzige Exemplar noch alles überstanden hatte, weil in diesem Buch stand drin, über Gott darf man lachen. Und das war die These, wenn die Menschen erstmal über Gott lachen, lachen sie über alles, haben sie von nichts mehr Respekt. Das heißt, diese Religions, glaube ich, Version, zum Beispiel, wenn man karikiert, dass die Muslime den Selbstmordattentätern versprechen, dass dann 72 Jungfrauen im Paradies auf sie warten, kann ich karikieren, indem ich sage, es gibt ja auch Selbstmordattentäterinnen, warten da 72 Jungmänner, oder wie darf man sich das vorstellen? Ne? Das heißt, wenn man sich an die Widersprüchen von Behauptungen, von Darstellungen andockt, sozusagen, und die einfach mal auf ihre Realität auf den Punkt bringt und darüber die Religion lächerlich macht, denke ich, das ist legitim.